Not forgetting this week also. Wir vergessen nicht auch diese Woche. Our dear pastor. Unser lieber Pastor. Pastor George. Pastor George. Also had his birthday. Hatte auch seinen Geburtstag. Amen. So not only Pastor George. Nicht nur Pastor George. But a very special person to me. Auch eine ganz besondere Person mir gegenüber. She's not here today. Sie ist heute nicht da. My dear wife. Meine liebe Ehefrau. She also had a wonderful. Ich bin so froh. Birthday today. Sie hat einen wunderbaren Tag. You know, it happens that they have their birthday in the same day. Und es ist genau eingetreten, dass sie den Geburtstag am gleichen Tag haben. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The Lord is good. Der Herr ist gut zu jeder Zeit. We appreciate you. Wir danken dir. We are grateful to you. Wir sind dir gegenüber dankbar. And let's receive our pastor, Pastor Slavisha. Lasst uns jetzt unseren Pastor, Pastor Slavisha, empfangen. As he brings the word to us today. So wie er uns das Wort Gottes heute darbringt. You're welcome. Du bist willkommen. Dobar dan i dobrodošli na ovu službu. Hat keiner mich verstanden? Brukata rimu sundu rubu shanda rava. Kanda yaba shando bu shika rava. Es ist manchmal schwer, wenn du irgendwo bist mit irgendwelchen Menschen, und die reden irgendeine Sprache, aber nicht deine Sprache oder nicht die, die du verstehst. It is sometimes difficult when people are exchanging words in a particular language that you do not understand. Ist nicht so schön, da muss man lernen. It's not the most beautiful because why you have to learn and keep learning. Und es ist schon passiert, dass einer eine falsche Sprache gelernt hat. Hat Spanisch gelernt, ist nach Brasilien gegangen. It also happens, it also occurs that somebody learns the wrong language. For example, somebody learns Spanish but travels to Brazil. Warum ist das so? Warum muss mich jetzt jemand übersetzen? But why is it so? Why must I be translated? Ich hoffe, ich werde heute in der Predigt eine Antwort geben. I hope to be able to answer this question in the message of today. Wir haben mitgekriegt, dass unser lieber Pastor George Fleischauer Geburtstag hatte diese Woche. We all are aware that Pastor George Fleischauer had his birthday this week. Ich habe ihm geschrieben eine WhatsApp. I wrote a WhatsApp message to him. Nicht in meiner Muttersprache, wie ich euch vorhin was gesagt habe. Not in my mother tongue, which I, you know, spoke to you just a few moments ago. Aber auch nicht in seiner Sprache. But also not in his language. Sondern auf Deutsch habe ich geschrieben. But I wrote him in German. Er hat verstanden. And he understood it. Das ist schon eine Leistung. I mean, that's a performance, isn't it? Kurz später. But then, some time later. Bekam ich eine Antwort. I got an answer. Geschrieben in meiner Muttersprache. Written in my own mother tongue. Wie er das hingekriegt hat, wie schnell er gelernt hat, keine Ahnung. How he did it and how fast he could learn that, I don't know. Es gibt 195 Länder oder besser gesagt Staaten auf der Welt. On the earth there are 195 states. Weltweit gibt es heute über 6.500 Sprachen oder vielleicht 7.000 Sprachen. There are roughly 7.000 languages all over the world. Ich meine richtige offizielle Sprache, nicht die Dialekten. I'm not talking about dialects or, you know, way of speaking, but I'm talking of languages. Es gab viele Völkerwanderung und Grenzenverschiebungen. There were lots of migration and a lot of borders that were shifted. Viele Völker sind ausgerottet worden und manche sind neu entstanden. A lot of people have been, you know, erased from the earth, but there are a lot of people that have, you know, emerged out of the, you know, the time. Viele wurden vertrieben oder umgesiedelt
und so weiter und so weiter. There were those who were, you know, how will I say, relocated to another place. There were those who were actually, you know, actually chased out of where they were staying. Was zeichnet ein Volk aus? What, you know, shows a particular people? Drei Sachen. Three things. Seine Grenzen. First of all, their landmarks or territory. Seine Kultur. The second is their culture. Und seine Sprachen. And the third one is their language. Gott setzt die Grenzen ein. God is the one that sets the boundaries. Und ich werde deine Grenzen festsetzen, sagt der Herr. Nicht Putin, nicht irgendjemand andere, sondern der Herr sagt. The Lord says, I am the one that will set your boundaries. Not someone, but the Lord says this. Und du sollst nicht die Grenzen deiner Nächsten verrücken, sagt der Herr. The Lord also says in another portion, you are not supposed to move the landmarks of others. Manche Präsidenten, auch in der heutigen Zeit, oder manchen Präsidenten auch in der heutigen Zeit, ist diese Bibelstelle nicht bekannt. Ich finde es schade. And some presidents, especially presidents of today, they are not familiar with this passage of scripture, and that is a pity. Sie versetzen die Grenzen und somit stellen sie sich über Gott. These presidents have moved the landmarks of certain nations. In other words, they have supposed themselves to be over God. Die Völker trennen sich von an anderen Völkern mit den Grenzen, aber auch mit Kultur. The peoples are separated or are differentiated by their territories or landmarks and also their cultures. Jedes Volk hat seine Kultur und sie wird gepflegt. Every people have their cultures and this culture are enlivened. Bei manchen ist das stärker ausgeprägt als bei anderen Völkern. In some, with some folks and their cultures are more vivid and more conspicuous, while some others are more hidden. Kultur und Tradition können gut und schlecht sein. Cultures and traditions can be good and equally bad. Zum Beispiel, for example, Gastfreundschaft in manchen Ländern ist sehr stark ausgeprägt. In some countries, to be nice or to be kind to guests is just part of their culture. Der Gast ist sehr hoch geschätzte Person. The guest is somebody who is highly esteemed. Egal wie arm sie sind, wenn der Gast kommt, wird das Beste gegeben. No matter how poor the guest may be, as long as they appear as guests, the best is served to them. Das ist ihre Kultur, das ist ihre Tradition. That is their culture, the culture of these people, and that's their tradition. Aber but es gibt auch in manchen Ländern Blutrache. There are some places where they have this issue with blood revenge. Es wird nicht vergeben. I mean, there is nothing es like forgiveness. Es wird verfolgt. Rather, there is always this pursuit for revenge. So wie im Alten Testament, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Just like so it weiter. Was demonstrated in the Old Testament, an eye for an eye, a tooth for a tooth, and so on. Und die dritte Sache ist die Sprache. The third thing is the language. Unsere Sprache ist unser Ausweis. Our language is our identity. Wenn einer schnackt, dann weißt du, von wo er kommt. When somebody starts to talk, you will know exactly from where they're coming. Von Norddeutschland. Are they coming from Northern Germany? Und wenn einer ratscht, dann weißt du, der ist von unten, von Bayern. And when somebody has a different spin on the German language, you know, oh, this person is probably from the South. Das ist unser Ausweis. That's the identity. Kaum fängst du an zu reden. I mean, hardly have you opened your mouth to talk. Da kommt und sagt er, bist du aus Bayern?
And somebody would ask you, are you from Bavaria? Bist du aus Jugoslawien? Are you from the former Yugoslavia? Oder was weiß ich von wo? Or from somewhere else. Da kannst du nicht deinen Ausweis verwischen. I mean, this identity card of yours called the language cannot be deleted. Sie verrät uns, von wo wir kommen. Your identity card reveals from where you're coming. Die Sprache trennt uns voneinander und sie bringt uns auseinander oder bringt uns auch zusammen. It is the language that either separates us or divides us, but also it's the language that brings us together. Missverständnisse oder Klarheiten entstehen durch die Sprache. Misunderstandings or clarity are expressed or happen through the language. Die Sprache verrät uns auch unseren Charakter. The language also reveals our character. Unser Denken, our thinking, unsere Einstellung, our mode of perception, und unseren Glauben. But also the language reveals our beliefs. Ich brauche mich nur kurz mit dir zu unterhalten und werde viel über dich erfahren oder wissen, auch wenn du mir direkt nicht alles sagst. I mean, I just need to share some words with you for a few moments, and then already I would be able to know a lot about you, even though you have actually not said anything about yourself. Warum? Why? Haben wir heute so viele Sprachen auf der Welt und wie hat es angefangen und vor allem warum? How come we have so many languages on the earth and where does this originate from? And why did it even start? Das können wir leichter verstehen, wenn wir in 1. Mose 11, Verse 1 bis 9 lesen. Da war der Turm zu Babel. Das ist schon uns bekannt. Wir werden die Stellen nicht jetzt alle lesen, aus zeitlichem Grund. Because of time, we will not be able to go through Genesis chapter 11 from verse 1, where we had the issue with the Tower of Babel. Damals sprachen die Menschen nur eine einzige Sprache. Then it was only one language that all the people had. Da brauchte man keinen Übersetzer, kein George oder Stefan. There was no need for George or Stefan to translate. Weil sie sich nicht über die ganze Erde verstreuen wollten, sagten sie ihm, but because they don't want to spread out into all the world, they told themselves, auf, jetzt bauen wir uns eine Stadt, Babylon. Babylon heißt Verwirrung. Mit einem Turm, dessen Spitze bis zum Himmel reicht. Arise, let us all build a city called Babylon. And Babylon means confusion. But in this city, we will build a tower that reaches up to heaven. Damit werden wir berühmt sein. And this will make us famous. Wir werden nicht über die ganze Erde zerstreut. We don't want to be scattered all over the earth. Sondern der Turm hält uns zusammen. Rather, the tower keeps us all together. Der Turm symbolisiert Höhe, Kraft, Macht, Hochmut. The tower represents height, authority, power, but also pride. Und der Herr aber machte von einer Sprache viele verschiedene Sprachen und so zerstreuten die Menschen sich über die ganze Erde. And the Lord caused there to be, out of one language, many languages. And this led thereto that everyone spread all over the earth. Das heißt, that means, Gott selbst hat die viele Sprachen eingeführt. God himself was the one that introduced the many languages. Aber warum? But why? Das Volk mehrte sich und hielt zusammen und wollte zusammenbleiben. The people were together and they wanted to stay together.
Sie wollten ein Symbol machen. They wanted to create a symbol. Ein Zeichen setzen. They wanted to set a sign. So dass die Spitze bis an den Himmel reicht. So that the peak of this sign, of this symbol, reaches up to heaven. Jeder soll es sehen. Everyone should see this. Jedem soll es klar sein. Everybody should hier auf der Erde und dort in Himmel. This should be conspicuous to everyone on earth and in heaven. Wozu wir in der Lage sind. What we are able to do. Wir sind fähig, etwas zu machen. Oh, we are capable of doing something. Wir sind in der Lage, das zu tun, was wir wollen, und keiner kann uns aufhalten. We are able to do whatever we want, and no one can stop us. Heute noch sagen manche. And today, people are still saying. Wir können unseren Raketen die ganze Erde zerstören. We can use our rockets to destroy the whole world. Wir können Klonen und Gene verändern. We can create clones and we can change the genomes. Wir können bis zum Mond fliegen. We can travel even as far as the moon. KI haben wir auch geschaffen. You know, we have created artificial intelligence. Wir. You know, it's just about we. Das heißt, that means God, schaue mal hier. It's just like saying, God, look at us. Wir wollen. We want to. Wir können. We are able. Und wir werden das tun, was wir uns vorgenommen haben. And we will do exactly what we have planned to do. Weil der Turm noch nicht fertig war, kommt der Herr, um sich das alles anzuschauen. While the tower was still under construction, the Lord came down to see what people are doing. Und dann geschieht etwas Unerwartetes. And then something unexpected happened. Volk, der sich von Gott abgewandt hat. The people who have turned away from God. Und dann kommt der Herr und sagt was. And the Lord came down and said the following. Der Herr bescheinigt ihnen. The Lord gave them the allowance. Gibt ein Attest. He gave his confirmation. Oder ein Gutachten. He gave his inspection, the result of his inspection. Oh, so wie unsere liebe Sandra und unsere liebe Klaus, das sind die Gutachter. Just like our brother Klaus and sister Sandra, they are those who are. Und der Herr auch als Gutachter kommt und gibt ein Gutachten. They are those who are in the architectural business, and the Lord was able also to look at their work and give a certain result. Worin es geschrieben steht. And it's written. Was ihr vorhabt. Und was ihr bis jetzt gemacht habt, wird euch gelingen. And this is what the result says. What you have intended to do and what you have put your hands to achieve will surely come to pass. Und der Herr geht weiter in seinem Gutachten und gibt die Begründung. And the Lord continues in his inspectional result saying, warum sie das alles schaffen werden. Why, whatever they put their hands to do, will be successful. Der Herr sagt. The Lord says. Sie werden es schaffen. They will be successful. Weil sie ein Volk sind. Because they are one people. Ein Ziel haben. They have one goal. Und eine Sprache sprechen. And they have one language. Liebe Geschwister, dear brothers and sisters, wenn wir das erkennen würden, was das bedeutet, if we will only recognize what these mean, ein Volk, eine Sprache und ein Ziel zu haben, one people, one language and also one goal, dann hätten wir viel mehr erreicht in unserem Leben und in unserer Gemeinde.
then we will have achieved more in our lives, but also more in the ministry of the church. Und der Herr wird uns sagen, and the Lord will say to us, auch uns am Südstern, and concerning Südstern, jetzt wird euch nichts unmöglich sein. Now there will be nothing impossible to was you. Ihr Sinn zu tun oder Vision habt. What you have envisioned, what you have set your mind to do. Weil ich auch mit euch bin. Because I am with you. Kann jemand dazu Amen sagen? Amen. Hallelujah. Deswegen sage ich dir. And that's why I'm telling you. Reise deine gebaute Türme nieder. Tear down the tower you've built for yourself. Türme des Ungehorsams. And do it out of obedience. Türme, die nicht von Gott gewollt sind. Towers that are of disobedience and are not of God. Türme, wo du gegen Gott Zeichen setzen willst. Towers that want to demonstrate against God what you are able to do. Türme, wo du dir selber Ehre, Ruhm und Namen machen willst. Towers that symbolize you're wanting to have a particular name, a particular brand. Türme der Egoismus, wo du der Mittelpunkt bist. Towers that show your egocentric attitude and behavior. Wenn du schon etwas bauen willst, if you want to construct something, dann baue dem Herrn einen Tempel oder einen Altar in deinem Herzen. Why don't you build the Lord a temple and in your heart and an altar ist. Where he is Lord. Ein Tempel in deinem Herzen. A temple within your heart. Wo du immer anbeten kannst. Where you worship the Lord. Ein Tempel, wo du ihm in Gehorsam und Treue von ganzem Herzen dienst. A temple where you serve the Lord out of faithfulness and out of truth. Aber wir sehen, but just like we see, dass der Herr bei dem damaligen Menschen über ihre Handeln nicht erfreut war. We could see that the Lord was not joyous concerning what the people of that time did. Wo war der Fehler oder die Sünde? What was their mistake? Where did they miss the mark? Das Volk sagt, the people said, wir schaffen es. We can do it. Bis in den Himmel. Right up to heaven. Wir wissen es, wie es geht. We know exactly how it works. Wir sind in der Lage, das alles zu machen. Wir brauchen dich nicht. We are more than able to do this. We don't need you. Sie waren sehr froh oder überzeugt von sich. They were joyful, but then they were also convinced about themselves. Voller Hochmut. But they were full of pride. Und Selbstbewusstsein waren sie. They were very self-conscious. Aber Gott widersteht den Hochmutigen und den Demütigen, aber gibt er Gnade. God opposes the proud and gives grace to the humble. Amen. Also Gott selbst. So God himself. Erniedrigt die Hochmutigen und den Demütigen hilft er. He is the one that brings down the proud, but he's the one that lifts up the humble. Das sagt man oft so. I mean, people say that very often. Es ist auch nicht falsch. It's also not wrong. Aber Hochmut oder Stolz und Hochmutig waren die anderen Menschen davor auch. You see, but pride and proudful is what the people were at that time. Das heißt, that means, den Grund für Gottes massives Eingreifen in die Menschheitsgeschichte müssen wir woanders suchen. The reason for God's massive intervention in the occasion of people, in the occasion of humans, we should actually look for that in another portion of Scripture. Wenn du nicht weißt, wie es weitergeht, dann geh zum Ursprung und prüfe es ganz genau, was war Gottes Plan, was hat er ganz genau gesagt. If you get stuck in a situation, now you need to go back to the origin to see what did God say and how did he said it, what did he actually mean by what he said. Back to the basic. Exactly, go back to the basics.
Erinnere dich an den Anfang des Herrn. Remember the beginning of the Lord. Was hat er wortwörtlich gesagt? What did the Lord say in his words actually? Wir lesen in der Bibel, als der Herr die Menschen schuf, hat er gesagt. We read in the Bible that the Lord said when he created the peoples. Das lesen in 1. Mose Kapitel 1, Vers 28, gleich am Anfang der Bibel. I mean, you read it right in the first part, in the first book, Genesis chapter 1, verse 28. Und Gott segnete sie, also Menschen, und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehret euch und füllt die Erde. And the scripture says that God blessed them, in other words, he blessed the people, and God said unto them, be fruitful, multiply, and replenish the earth. Und nach der Sintflut von Noah wiederholt der Herr seinen Auftrag, als mit Noah den Bund gemacht hat. Und das lesen wir auch fast wortwörtlich. 1. Mose 9, Vers 1. 1. Mose 9. Okay, we find that in Genesis chapter 9, verse 1, where after the flood, God repeated himself to Noah, I mean like almost verbatim. Ich lese auf Deutsch. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen. Das Gleiche. Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. And God blessed Noah and said, God blessed Noah and his sons and said unto them, be fruitful, multiply and replenish the earth. Also Gott sagt, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. God says, be fruitful, multiply and fill the earth. Die Menschen sagen, Gott, wir haben andere Pläne. But what did the people say? God, we have another plan. Wir wollen uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. We don't want to spread all over the surface of the earth. Wir werden uns eine Stadt und ein Turm bauen, einen Namen machen und wir bleiben zusammen. Rather, we will build ourselves a city. In this city, we build a tower and we just stay at this spot together. Und so verwirrte der Herr ihre Sprache, zerstreute sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. And that was how the Lord confused their language. And through the confusion, they now spread all over the earth and they stopped their construction project. So hat es angefangen mit der Sprache. And that is how it started with the language. Das damalige Volk der Erde war Gott ungehorsam. The people of the earth at that time were disobedient to God. Und höre jetzt ganz genau zu, was ich sagen möchte. And please listen very, very carefully to what I have to say. Es gibt viele Sünden, die wir machen, die schlimm sind. There are many sins and omissions that we do that are really bad. Aber es gibt auch Unterschied zwischen Sünde und Sünde. But there are differences between sin and sin. Die du aus Versehen machst und die du bewusst machst. There are sins of commission which you do intentionally and there are sins of omission that you do unintentionally. Ungehorsam. Disobedience ist eine bewusste Sünde. Is a conscious sin. Das geschieht nicht aus Versehen. Disobedience is not something you do because you don't know better. Ich wiederhole. I repeat myself. Ungehorsam ist eine bewusste Sünde. Disobedience is a conscious sin. Das heißt, that means ich kenne die Wahrheit. I know the truth. Ich entscheide mich und ich tue das bewusst, was ich tue. Genau das Gegenteil von dem, was du sagst. I know the truth, but I choose consciously to do the opposite of what you say that I know. Der Herr sagt, geh über die ganze Erde. And the Lord says, multiply and fill the whole earth. Die sagen, nein. Wir machen nicht so, wir bleiben zusammen. And they said, no,
we would rather stay together and we will not spread all over was the earth. Was soll der Herr jetzt machen? What should the Lord do? Wie soll er seinen Plan umsetzen? How should the Lord fulfill his plan? Jeder Ungehorsam Gott gegenüber bleibt nicht ohne Konsequenz. Every disobedience against the Lord does not remain without a consequence. Gott muss handeln. God had to act. Gottes Plan geht immer in Erfüllung. God's plan is always fulfilled. Der Herr durchkreuzte menschliche Pläne. The Lord double crosses the plans of people. Verwirrte ihre Sprache. The Lord confused their language. Und so hat er seinen Plan erfüllt, ohne Blut vergießen. And that is how he fulfilled his plan without any shedding of blood. Und die Konsequenzen von Adams Sünde und dem Ungehorsam von dem damaligen Volk tragen wir bis heute noch. And the consequence of Adam's sin and the disobedience of the peoples of those days are still being carried till today. Aber die Menschheit hat immer noch nicht gelernt. But the human race have not learned still. Und die Christen sind auch nicht besser. And the Christians are not even better. Aber besser dran. You know, but they are better off. Wir lesen in der Bibel im Neuen Testament, dass Gottes Volk Menschen, die Jesus angenommen haben, eine neue Sprache durch den Heiligen Geist bekommen haben und sie taten das Gleiche wie in alten Zeiten. Und we read in the New Testament that God's people, those who have received Jesus, what happened? They were filled with the Holy Ghost, with the evidence of speaking in other tongues, and they did exactly what those in the olden days did. Es war auch ein Volk. They were also one people. Es sind die Christen, Jesu Volk. I mean, the Christians are the folk of Jesus. Eine Sprache sprachen die. Das ist die Sprache des Heiligen Geistes. They spoke one language, which is the language of the Spirit. Und ein Ziel hatten sie nämlich, zusammen zu sein. They had one goal, to be together. Sie waren Gott nicht gehorsam. They were not obedient to God. Aber warum? Why? Wir wollen wieder zum Ursprung kommen und lesen in Markus Evangelium Kapitel 16 Vers 15. We would like to go to the beginning of the issue. We read Mark chapter 16 verse 15. Und er, also Jesus, sprach zu ihnen: Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. And he said unto them, he here represents Jesus, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Und weil Jesus wusste, wie schwach die Christen, die Aposteln damals waren oder sind, hat er ihnen Hilfe versprochen. And because he knew how weak the Christians were, he promised them help. Apostelgeschichte 1, Vers 8, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. In Acts of the Apostles, chapter 1, verse 8. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Jesus gibt ihnen den Auftrag, dass sie in die ganze Welt gehen sollen. Jesus commissioned them to go into all the world. Aber davor sollen sie warten, bis sie erfüllt sind oder dafür ausgerüstet sind. But just before that, they were to wait on the Lord till they are filled with the Spirit of God and empowered from on high. Und Lukas schreibt, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. And in Luke chapter 24 it says, and see, I'm sending you out in the name of our Father. Ihr bleibt in der Stadt,
bis ihr bekleidet werdet mit der Kraft aus der Höhe. Lukas 24, 49. In Luke 24, 49, it says, and you shall remain in the city till you are empowered from on high. Was sagt Jesus? Wie lange sollen sie in Jerusalem bleiben, bis es losgeht? What did Jesus say? How long they should dwell in Jerusalem till they should leave? Bis der Heilige Geist auf euch gekommen ist, bis ihr bekleidet werden mit der Kraft aus der Höhe für meinen Auftrag, dann geht es los. They were supposed to dwell in Jerusalem until they were filled with the Holy Spirit, until they were empowered from on high, and then they had to go out into all the world. Der Heilige Geist kam. The Spirit of God mit came. Mit voller Kraft. With fullness of power. Jeder bekam eine neue Zungensprache. Everyone got filled and was speaking in other tongues. Unsere Zunge hat Kraft, Menschen zu töten, zu morden, wie zum Beispiel auch Rufmord. Our tongue is so powerful that it can even kill by destroying the reputation, for example. Rufmord hat die Kraft, die ganze Gemeinde zu verunsichern oder zu sprengen. The destruction of reputation is able to destroy a whole church. Aber unsere Zunge kann auch die ganze Gemeinde ermutigen und einzelnen helfen. But our tongue can encourage, strengthen and hold together the whole church. Auch Mobbing kann Menschen bis zum Selbstmord führen. Und da gibt's viele Fälle davon. Bullying can cause people to commit suicide, and there are many cases just like that. Die Zungensprachen des Heiligen Geistes ist Gottes Geheimnis. Speaking in tongues through the Holy Spirit is God's secret. Es ist eine tiefe Dimension, die wir nicht begreifen können. This is a deep dimension that we cannot fathom with our human minds. Der Heilige Geist hilft uns, das unaussprechliche Gebet auszusprechen, weil wir so nie aussprechen können. The Holy Spirit helps us to utter prayers that we cannot with our human minds utter. Die Zungensprachen des Heiligen Geistes redet nie negativ, sondern baut auf. Speaking in tongues does not cause us to be negative or to release negative words, but rather we are being built up, we are being edified. Wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht und was wir beten sollen, dann hilft der Heilige Geist uns dabei. When we don't know what to pray about, the Spirit of God helps us through. So ist der Heilige Geist. And that's the way the Spirit of God is. Kraft, he has the power. Gaben. Gifts und Sprachen, and also languages, den Aposteln gegeben, wie auch allen Nachkommen der Christen. And just like he gave the apostles, every other Christian that is, you know, that believes and receives this is able to express this as well. Um uns zu helfen, Jesu Auftrag zu erfüllen, um die ganze Welt mit Evangelium zu erreichen. And this is all because so that we are able to fulfill the commission of Christ, reach the world with the gospel. Aber was haben die damaligen Christen gemacht? But what did the Christians then do? Die Apostelgeschichte schreibt uns 4:32, alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, waren ein Herz und eine Seele. Niemand brachte sein Eigentum als Privatbesitz, betrachtete Eigentum als Privatbesitz, sondern alles gehörte ihnen gemeinsam. And the scripture tells us in Acts of the Apostles 4:32 that the believers, they had everything in common, they shared all things, nothing, no one declared that he possessed anything, but they all had it in common, and they had one heart, and they were in one place. Und so blieben die ganze Zeit zusammen. And that was how they remained in one place together the whole time. Jesus sagt, but Jesus said, geht in die ganze Welt, go out into all the world. Und die sagen, and we say, wir bleiben zusammen und festigen das, indem wir alles, was wir haben, verkaufen und so zusammenbleiben.
we would stay together, we would sell all our possessions, and we are able to strengthen our being together. Es ist schön hier in Jerusalem. Lass uns hier für immer zusammenbleiben. It is beautiful here in Jerusalem. Let us stay here forever. Und was soll der Herr jetzt tun? So what should the Lord do? Er ließ Verfolgung zu. The Lord allowed persecution to take das place. Das war nicht ursprünglicher Jesu Plan. That was not the original plan of Jesus. Aber durch die Verfolgung hat der Herr die ganze Erde erreicht. But through the persecution that came upon the church, the whole world was reached. So dass die Botschaft auch dich erreicht hat und deswegen bist du jetzt hier. And this happened even so that you were reached, and that's why you're sitting here today. Ja, der Apostel Thomas ging sogar nach Indien. Deswegen sind unsere lieben Christi und Paul hier. Amen. Und viele andere auch. Hallelujah. Our Apostle Thomas went as far as India. That's why we have Brother, Sister Christian and Pastor Paul and all the other brethren from India also here. Der Herr liebt dich so sehr, dass er seinen Sohn sandte, uns zu retten und nicht zu richten. The Lord loves you so much that he sent his son to save you and not to judge you. Sein Ziel ist, dass alle Menschen auf der Erde errettet werden und dazu braucht er dich und mich. His goal is to save everyone on the earth, but to fulfill this goal, he needs you and me. Du bist auch mit Jesus Sprache durch den Heiligen Geist erfüllt. You are filled with the Holy Spirit with the evidence of speaking in tongues. Du sprichst also Gottes Sprache. You speak God's language. Gottes Sprache ist die Liebe. And God's language is the language of love. Barmherzigkeit. Is the language of mercy. Und Heilung. Is the language of healing. In Heilung ist immer gedacht auch Rettung. And within the language of healing is also salvation. Wenn wir heute, if we today, ein Volk wären, a people, eine Sprache und ein Ziel hätten, and we have one language and we have one goal, wie viel mehr hätten wir erreicht, weil Jesus mit uns ist? How much would we have achieved because Jesus is with us? Potenzial ist da. There is the potential durch is available. Die Kraft des Heiligen Geistes. Through the Spirit of the Lord. Für was oder wohin hast du deine Kraft verwendet oder investiert? How have you invested? How have you used the power of the Lord within you? Das damalige Volk hat es für Stadt, Turm und Name verwendet. The people of those days invested God's power to build a city and to build a tower. Die ersten Christen haben es für die Mission in der ganzen Stadt und für soziale Werke verwendet. The first Christians used the power of the Lord for social purposes and also mission work within the city. Das alles kann gut und sinnvoll sein. All those things can be good and reasonable. Aber Gehorsam Gott gegenüber ist viel besser und erfolgreicher. But obedience to the Lord is much better and denn Gehorsam ist viel besser als irgendein Opfer. And promises success. Obedience is always better than sacrifice. Wir sehen bei Jesus, was Gehorsam bedeutet oder wie wirkt sich das aus. And we see with Jesus what obedience means and what it results into. In Philippa 2, Vers 8, Philippians chapter 2, verse 8, steht er, also Jesus, erniedrigte sich selbst, baute keine Türme oder Städte oder sowas. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. We see that Jesus humbled himself and he was humbled even unto death, the death of the cross. Antwort oder Belohnung von dem Vater war, lesen wir in Vers 19, 11. And we see the reward of the Father to Jesus in verse 9 to 11. Darum hat Gott ihn auch
hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. And this is the reason why the Lord had highly exalted him and given him a name which is above every other name. Damit in den Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen. So that at the name of Jesus every knee bows in heaven, on earth and under the earth. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus ist, zur Ehre Gottes des Vaters. And every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Jesus verließ sein Zuhause, um dir zu helfen. Jesus left his home to help you. Am Kreuz starb er für deine und meine Sünden. On the cross, he died for your and my sins. Dein Fluch und deine Krankheiten. Your and my curses, and your and my sicknesses. Am Kreuz gab die Liebe alles. On the cross, he took everything upon himself. Jesus hat nie aufgehört, Menschen zu lieben. And Jesus never stopped loving people. Deswegen sage ich dir, and that's why I'm telling you, bleibe nicht hier in diesen vier Wänden nur sitzen. Don't just sit here in these four walls. Sondern geh du auch raus in diese Welt. But go out into this world. Gott hat die ganze Völker hier zu dir gebracht in diese Stadt. God has brought the folk from different nations into this city just for you. Du musst nicht in diese Länder heute gehen, sondern die sind schon hier. You don't need to travel far and wide. No, the nations are already here. Geh hin und bring ihm frohe Botschaft. Go to them and share the good news with them. Du bist heute Jesu Mund für die anderen Menschen. Today, you are the mouthpiece of Jesus. Was Jesus sagen möchte, sagt er durch dich, durch deinen Mund. Whatever Jesus wants to say, he says it through your mouth. Du bist heute Hand Jesu für die anderen. Today, you are the hand of Jesus for others. Du möchtest anderen Menschen helfen. You want to be able to help other people. Du bist heute Fuß Jesu für die anderen. Today, you are the feet of Jesus to others. Sie trauen sich nicht hier reinzukommen, aber du gehst zu dem und bring sie nach Hause. They are not courageous enough to come in. You go to them and bring them in. Du bist heute Segen Jesu für die anderen. You are the blessing of Jesus to others. Jesus hat dich gesegnet und behalte diesen Segen nicht für dich, sondern gib es weiter und du wirst mehr haben. You have been blessed by Jesus. Don't keep the blessing for yourself. Share it with others so that the blessing du can flow. Bist heute Liebe Jesu für die anderen Menschen. You are the love of Jesus to durch other people. Durch dich liebt Jesus die anderen. Through you, Jesus is able to love others. Vielleicht hat einer noch nie von dieser Liebe erfahren. It could be that someone has never heard of this love. Noch nie hat ihm einer gesagt, ich liebe dich. No one has ever said to the person, noch I love you. Noch nie hat jemand den umarmt. Nobody has ever, you know, hugged this person. Ihm Zeit und Zuneigung geschenkt. And in this time, you know, durch diese Liebe tut Jesus an ihnen ein gutes Werk. In this time, you know, the care for another is really, you know, scarce. But through the love of Jesus, this person is able to receive. Und am Ende, at the end, wird Jesus auch zu dir sagen. Jesus would say to you, du bist mein fleißiger und treuer Diener. You are my hard-working du and faithful servant. Du hast dich in kleinen Dingen als zuverlässig erwiesen. In little things you have shown yourself faithful. Darum werde ich dir auch Großes anvertrauen. And that is why I will entrust greater things to you. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Go into the joy of your Lord. Amen. Amen. The Lord bless you. Halleluja! Gott ist gut. Zu jeder Zeit. Halleluja. Amen.
We are one people. Wir sind ein Volk. A chosen generation. Eine auserwählte Generation. A royal priesthood. Also wirklich die königliche Priesterschaft. We are a peculiar people. Wir sind ein besonderes Volk. We have one language. Wir haben nur eine Sprache. One. Nur eine. I love you. Ich liebe dich. Amen. Amen. Language of love. Die Sprache der Liebe. Hallelujah. Amen. We have only one goal. Wir haben nur ein Ziel. Jesus Christ. Jesus Christus. Is our goal. Hallelujah. Das ist unser Ziel. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. He won the trophy for us. Er hat uns die Trophäe nach Hause gebracht. You and I. Für dich und für mich. We are now glorified. Wir sind nun verherrlicht. There's a crown on your head. Oh, auf deinem Haupt sitzt eine Krone. Come on, you look at me somehow. Ah, schau mich doch nicht so irgendwie komisch. I can see a crown on your head. Auf deinem Haupt sehe ich eine Krone. Halleluja. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Thank you, Lord Jesus. Danke, Jesus. Amen. Amen. I pray that God will not bring persecution to make us to go away. Amen. Ich bete, dass der Herr uns nicht durch Verfolgung hinausschickt. But his love will constrain us. Sondern seine Liebe weckt uns auf. So that we will go to our neighbors. Damit wir zu unseren Nachbarinnen und Nachbarn gehen. And share the love of God. Und diese Liebe mit ihnen teilen. Amen. Amen. Let's be on our feet. Oh, lass uns bitte aufstehen. Just a few moments. Nur für ein paar Momente. Just have a reflection on this word. Nimm dir einfach eine Reflexionszeit für dieses Wort. Simple, profound message. Also wirklich einfach, dennoch tiefgründige Botschaft. We are one people. Wir sind ein Volk. One language. Eine Sprache. One goal. Und wir haben nur ein Ziel. Just talk to God. Oh, rede zu Gott. And say, Father, thank you. Und sag, Vater, hab Dank. Father, we say thank you. Vater, wir sagen Danke. Yes. Ja, Herr. We may be different outwardly. Äußerlich mögen wir unterschiedlich aussehen. Outwardly we may be speaking different languages. Äußerlich mögen wir verschiedene Sprachen sprechen. Some of us may have different ambition. Also manche von uns haben verschiedene Ambitionen. But your spirit has brought us together. Doch dein Geist hat uns zusammengebracht. And we are one people. Und wir sind ein Volk. We have one language. Wir haben nur eine Sprache. And we have one goal. Und wir haben nur ein Ziel. And say we say, Father, thank you. Und deshalb sagen wir, Vater, hab Dank. Let the love in our hearts. Möge die Liebe in unserem Herzen. Let it beat for one another. Möge das füreinander sein. Father, let it not just be love in words. Möge das nicht nur die Liebe in Worten sein. But let us be the beloved. Sondern lass uns die Geliebten sein. That we may be together. Damit wir beisammen sind. We say, Father, thank you. Hab Dank, Vater. Thank you for making a statement. Danke für diese Aussage, die du getroffen hast. That no matter how we see ourselves, dass egal wie wir uns sehen, we are one people. Wir sind ein Volk. And therefore we say thank you. Und dazu sagen wir Danke, Herr. We bless you, Father. Oh, wir preisen dich, Vater. In Jesus' precious name. In Jesu wertvollen Namen. As your hands are lifted up. Oh, so wie euer Hände erhoben ist. I declare to you. Deklariere ich euch. May the Lord bless you. Der Herr segne euch. And keep you. Und bewahrt euch. May his countenance shine upon you. Oh, sein Angesicht leuchtet euch auf. And give you peace. Und schenkt euch Frieden. May the grace of the Lord Jesus Christ. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. The love of God. Die Liebe Gottes. And the fellowship of the Holy Spirit. Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Abide with you forever. Und zwar wohnt bei euch immer da. Amen. 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 You're blessed. Oh, ihr seid gesegnet. Amen. Du weißt das Wort direkt am Anfang. Eins mit Gott im höchsten Himmel. Die Kraft verborgen in der Schöpfung. Und durch Christus nun zu sehen. Oh,